Wenn ich mal wieder Bock auf so ein richtig hübsches Spiel habe, greife ich immer wieder gerne auf Weltraumshooter zurück. Denn eigentlich jedes davon kann mit bunten Farben und faszinierenden Szenerien überzeugen. Selbst die Spiele, die mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, sehen irgendwo immer noch wunderschön aus. Und genau damit möchte ich euch auch zum heutigen Video begrüßen, in dem ich euch Everspace vorstellen werde. Ein Weltraum-Shooter-Simulation und ein Spiel, das nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch ein tolles Gameplay mit Roguelike-Elementen in sich hat. Und dann stammt es auch noch aus Deutschland. Ursprünglich mal als Kickstarter-Spiel gestartet, ist es Jahre später überraschenderweise tatsächlich fertig geworden und dann auch noch auf anderen Plattformen als nur dem PC erschienen. Dabei ist es auch überwiegend gut angekommen und hat einiges zu bieten. Was genau und ob sich das Ganze lohnt, das schauen wir uns nach dem kurzen Intro an. Vielleicht können wir es besser machen als beim letzten Mal. Auf meiner schon fast ewigen Suche, ein Spiel zu finden, das mich so faszinieren kann, wie es einst Freelancer geschafft hat, bin ich schon öfters bei einigen Titeln gelandet, bei denen mir aber immer so Kleinigkeiten nicht gefallen haben, weswegen ich dann auch kein Video zum jeweiligen Spiel gebracht habe. Everspace aber ist es diesmal wirklich wert, gezeigt und vorgestellt zu werden, auch wenn es nicht ganz Freelancer-mäßig ist, denn es schafft es, casual genug zu sein, damit man eben mal kurz zocken kann. Gleichzeitig gibt es aber auch genügend Inhalte und Tiefe, hier Stunden rein zu versenken. Die Mischung macht es also mal wieder und eine spannende Geschichte gibt es noch on top oben drauf. Auch wenn diese vielleicht nicht ganz so stark ist, wie sie sein könnte. Denn im Grunde starten wir direkt mit unserem Raumschiff durch und werden ins Geschehen geworfen. Landen damit in den unendlichen Weiten des Weltraums, zuerst ohne klares Ziel oder eine richtige Vorgeschichte. Wir haben auch nur Brocken von Erinnerungsstücken, in denen es dann um Krieg, Macht und eine Vergiftung geht. Unsere Schiffs-KI scheint dabei aber mehr zu wissen als wir selbst, ebenso die Charaktere, die wir auf unserem Weg durch den Weltraum so treffen. Nur wenige meinen es dabei mit uns gut. Schnell folgt dann auch der erste Tod und genau mit diesem erfahren wir dann bei unserem Wiedereinstieg in die Spielwelt ein bisschen mehr von der Geschichte, die hinter allem steht. Schnell steht dabei nämlich fest, dass wir nur ein Klon sind, aber dass wir aus einem ganz bestimmten Grund erschaffen wurden und auch immer wieder erschaffen werden. Doch was das ist, das belasse ich mal lieber im Dunkeln, denn so viel Tiefgang hat die ganze Geschichte leider nicht. Im Gameplay ist es dann aber trotzdem so, dass wir vom ersten Klon an unser Bewusstsein mit jedem Tod behalten dürfen. Ebenso nehmen wir auch eingenommene Credits mit und die Artefakte, die wir auf unserem Weg so finden. Außerdem sammeln wir mit jedem Durchlauf das Wichtigste überhaupt, nämlich eigene Erfahrung und das Wissen für uns als Spieler, was man in dieser Spielwelt tun sollte und was man lieber lässt. Ich kann euch nämlich versprechen, dass ihr hier auf jeden Fall sterben werdet und das nicht nur einmal oder fünfmal. Ich bin ganze 17 Mal gestorben, bevor ich es überhaupt geschafft habe, den letzten Abschnitt des Spiels zu sehen. Und genau für diesen allerletzten Durchlauf habe ich alleine schon 2 Stunden gebraucht und da könnt ihr gut nochmal 10 Stunden davor verrechnen für die ganzen Versuche, die ich davor benötigt habe. Auf der Pro-Seite steht aber, dass wir mit jedem Durchlauf ja die Credits behalten dürfen und diese dann in verschiedene Skills vor dem Starten eines neuen Durchlaufs investieren können. Genau damit werden wir dann immer stärker und stärker, haben es dann so auch leichter oder bekommen andere Boni, die es uns ermöglichen, hier schneller und einfacher durchzukommen. Ebenso können wir uns dann auch neue Schiffe kaufen, die dann logischerweise andere bzw. bessere Werte haben, mehr einstecken können, schneller sind oder. Wichtig sind auch die eben angesprochenen Artefakte, die ebenfalls einen permanenten Bonus in jedem Durchlauf abliefern. Diese müssen wir jedoch erstmal finden und erobern und das ist teilweise gar nicht so einfach gemacht. Und genau für das alles durchwandern wir einzelne Sektoren im Weltraum, quasi einzelne Sonnensysteme, in denen dann unterschiedliche natürliche Gefahren auf uns warten oder auch Fraktionen, die uns das Leben leichter oder schwerer machen können. Hier können wir dann auch immer Ressourcen abbauen, mit denen wir uns dann neue Ausrüstung zusammenbauen können, wenn wir zuvor Blaupausen dafür gesammelt haben, versteht sich. Wir finden aber auch Loot im Sinne von neuen Waffen in unterschiedlichen Wertigkeiten oder andere Ausrüstungen wie bessere Schilde und sowas. Da wir ebenfalls nicht unendlich Schiffsenergie haben, es unterschiedliche Waffen gibt, die zum Beispiel dann auch mehr Schaden auf Hülle als auf Schilde machen und es noch tausende andere unterschiedliche Dinge bei Waffen zu bedenken gilt, kommt mit den Waffen dann auch der ganz große strategische Part mit ins Spiel hinein. In meinen Durchläufen gab es für mich deswegen auch nie die eine Waffe, die alles wegknallt und mit der alles einfach wird.
Es ist immer eine Kombination aus der gesamten Ausrüstung, die es uns eben ermöglicht, hier etwas leichter oder viel schwerer durchzukommen. Sowieso ist ja denn mit jedem Tod schnell alles wieder vorbei, da wir die Waffen und Ausrüstung nie mitnehmen dürfen. Aber zumindest kann das Schiff samt dem Großteil des Inventars wieder eingesackt werden, wenn wir es beim nächsten Durchlauf auf unserer Route durch den Weltraum wiederfinden. Ansonsten warten dann noch so Sachen wie Sonnenstürme auf uns, Minenfelder, durch die wir uns manövrieren müssen, EMP-Felder, in denen die ganze Elektronik unseres Schiffs gestört ist, ganze Weltraumbasen mit besonderem Loot und sogar Kriegsflotten, die uns am Weiterreisen behindern. Es wird ohnehin immer wieder und wieder gekämpft, dazwischen gibt es nur kurze Pausen, hauptsächlich dabei gegen kleinere Schiffe, aber es warten tatsächlich dann auch Schlachtschiffe oder, wie schon erwähnt, ganze Basen auf uns, die zerstört und bekriegt werden wollen. Genauso können wir aber selber auch neutrale Stellen überfallen und bestehlen, Handel treiben, aber leider nur in sehr geringem Umfang, oder wir versuchen uns hier durchzurushen. So oder so führen viele Wege ans Ziel, aber welcher gewählt wird, liegt immer am Spieler selbst. Technisch muss man dem Spiel auf jeden Fall lassen, dass es unglaublich aussieht. Manche Sonnensysteme sind hier so wunderschön, aber auch gleichzeitig so tödlich, dass es schon fast unfair ist, dass wir nicht mehr Zeit mit dem Anschauen verbringen können. Was ich hier nochmal ganz besonders fand, ist, dass selbst nach 8 Stunden es noch nicht langweilig anzusehen ist. Ich selbst bekomme einfach nie genug von der Optik solcher Spiele. Im Kontrast dazu steht aber der Sound, der eher minimalistisch ist. Zwar gibt es hier bestimmt tausende voll vertonte Zeilen mit Konversationen, dem entgegen aber recht wenig an Hintergrundmusik, zumindest wirkte das so oft auf mich. Der Rest an Soundeffekten und an Sounds ist aber immerhin solide. Die Lernkurve dabei ist auch recht steil, was das Ganze öfters mal ein bisschen unfair wirken lässt, das dann besonders zu Beginn, da man die ersten paar Tode doch recht frustriert ist, weil die Mechaniken und die Gefahren der Spielwelt auch erst verstanden werden müssen. Das kann einem durchaus auch komplett den Spaß auf das gesamte Spiel verderben. Auch ich habe mich besonders in den ersten paar Durchläufen richtig geärgert. Irgendwann läuft es dann aber und der eigene Fleiß zahlt sich dann auf langer Sicht auch aus. Aber was macht man daraus am Ende? Ich für meinen Teil habe ein komplett anderes Spiel erwartet, war also auch erst enttäuscht, bin dann aber schnell positiv überrascht worden von dem, was Everspace eigentlich ist. Das im Grunde recht einfache Spielprinzip wirkt dabei auch zuerst recht mager, entfaltet dann aber mit der Zeit durchaus sein Potenzial, wenn man erstmal verstanden hat, worum es geht, was man tun sollte und was man eben nicht tun sollte. Und auch wenn es am Ende hin dann mehr eine Geduldsprobe geworden ist, die immer gleichen Sektoren am Anfang zu spielen, würde ich trotzdem sagen, dass sich das Ganze gelohnt hat. Ich bin deswegen auch bereit, ganze 7,5 von 10 Punkte zu geben. Auf der anderen Seite sehe ich eben nur das verschenkte Potenzial. Man hätte noch mehr aus dem ganzen Ressourcensammelsystem und auch aus dem Handelssystem holen können und damit deutlich mehr Inhalte schaffen können. Auch die ganzen Fraktionen, die es hier gibt, sind nicht so wirklich zum Tragen gekommen. Im Zuge dessen hätte ich mir auch mehr Missionen gewünscht, bei denen man vielleicht für die eine oder andere Fraktion arbeitet. Oder dass wir hier Stationen betreten können und dann so eine Art Kopfgeldjägermission erfüllen können. Das wäre auch was Feines gewesen, aber ist im Grunde auch alles nichts Neues. Man hätte es nur vielleicht ein bisschen besser kopieren müssen von anderen Spielen. Trotzdem lohnt sich auch dieses Spiel, so wie es jetzt ist, besonders für einen kleinen, schmalen Taler. Er kopierte alle belastenden Daten, zerstörte die Forschungen und schritt zur Tat. Und in Endcard gibt es jetzt links Freelancer, ein uralt Video von mir, aber immer noch ein wunderschönes Spiel, und rechts Aquanox, sowas ähnliches, aber mehr so unter Wasser. Draufklicken und Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.